Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel des HC Erlangen gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich Oliver Rockisch, den sportlichen Leiter der Rhein-Neckar-Löwen, Nikola Jakobs und den Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, unseren Geschäftsführer René Selke und unseren Cheftrainer Adelstein Eofsson. Das Ergebnis lautet 25:25, zur Halbzeit stand es 13:14. Und das alles vor den Augen von vor 7.189 Zuschauern. Bester Werfer auf Seiten Erlangener waren in dem Fall zwei. Christoph Steinert und Nico Büdel trafen jeweils fünfmal. Bei den Rhein-Neckar-Löwen traf Sigurdsson siebenmal. Ja, und wie immer geht die erste Frage an den Trainer der Gäste. Herr Jakobsen, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, guten Abend, Tag. Wie habe ich das Spiel? Eigentlich sind wir ganz gut ins Spiel reingekommen. Standen die ersten 10 Minuten gut in Deckung, haben da leider zu viele verworfen, hätten da mit ein paar Toren mehr in Führung gehen können. Dann kam Erlangen besser ins Spiel rein. Wir haben uns nicht so gut verteidigt, wie ich mir das gewünscht hätte, die letzten 17, 18 Minuten erste Halbzeit. Vorne auch nicht so gut gespielt, aber trotzdem mit einem Tor zur Pause gegangen. Und in zweiter Halbzeit muss man ehrlich sagen, also jetzt stehen wir sind natürlich richtig enttäuscht über mit einem Punkt. Klar, wenn du den letzten Tor zwei Sekunden vor Schluss kriegst, aber wenn man ehrlich sein muss, war Erlangen besonders in die ersten 23 Minuten zweiter Halbzeit viel besser als wir. Wir haben große Probleme. Torchancen zu erarbeiten. Wenn, dann haben wir leider verschossen. Dann glaube ich, so wie wir momentan spielen, jetzt ein bisschen Angst zu oder so große Angst zu verlieren. Das hat dann Erlangen getroffen, die letzten 5 Minuten, wo die dann mit 3 Toren geführt haben und dann eigentlich, jetzt können wir das packen und dann haben die dann ein bisschen zurückgezogen und ja, ich glaube mit einem Punkt ist für uns eigentlich nicht so wichtig. Wir hätten 2 Punkte brauchen müssen, um diesen Vorteil zu haben in den letzten 3 Spielen, aber das haben wir leider nicht gekriegt heute und wie ich auch gesagt habe, es war mehr als ein verdienter ein Punkt für Erlangen. Die hätten genauso auch 2 Punkte kriegen heute. Wir waren nicht gut genug über 60 Minuten, leider. Danke. Atli, du bist heute wie im Spiel gegen Melsungen wieder mit einer relativ dünnen Personaldecke ins Spiel gegangen. Wie sehr freust du dich über den Punkt? Ja, natürlich sehr. Vor allem über die Leistung. Lassen wir den Punkt einfach weg. Also mit welchem Elan wir heute zur Wehr gegangen sind. Also wir haben eine sensationelle Abwehrarbeit geleistet. Dann mit einem sehr starken Katsianis im Tor. Ich finde, wir haben sehr, sehr diszipliniert, sehr taktisch, klug agiert. Beide gegen die 5-1 oder vor allem gegen die 5-1, die uns zuletzt in Melsungen sehr, sehr viele Probleme gebracht haben. Da haben wir intensiv die Woche mitgearbeitet und das war, finde ich, der Schlüssel bei uns zum Erfolg, dass wenn die gewechselt haben, dass wir da nicht eingebrochen, dass wir nicht technische Fehler provoziert haben, sondern die gezwungen haben, ihr System dann nochmal zu ändern. Natürlich, die Abschlussquote war sehr gut in diesem Spiel, aber in 23-19 oder 20-17 oder wie das dann stand, kommt Appelgren natürlich mit 3 Weltklasse-Paraden von 6 oder 7 Metern das war so ein bisschen was uns am Ende fehlt, um heute 2 Punkte halt zu haben. Aber im Endeffekt, wo Schmid die Führung halt erzielt, 30 Sekunden vor Ende und dann, dass wir am Ende diesen Unentschieden rausholen, fühlt das sich ein bisschen an wie ein Sieg. Und bin ich froh einfach, dass wir diese mentale Stärke fast über 60 Minuten gezeigt haben. Gab es kleine Fluktuationen, aber sonst insgesamt sind wir natürlich sehr, sehr zufrieden mit unserer Leistung. Danke, Atli. Herr Rogisch, wie analysieren Sie das Spiel? Ja, guten Abend von meiner Seite auch. Über das Spiel ist, glaube ich, jetzt viel gesagt. Wir schauen jetzt eher nach vorne. Donnerstag Melsungen zu Hause.
Ich glaube, dass jetzt es kann ein kleiner Vorteil sein, dass die letzten drei Spiele zu Hause sind, weil die Mannschaft, so wie sie sich auch heute präsentiert hat, nicht das zeigt, was wir alle von uns erwarten, dass wir von der Einstellung voll da sind von der ersten Minute, dass wir in der Abwehr zusammenstehen, zusammen kämpfen. Das sind alles Dinge, die in den letzten beiden Spielen nicht so da waren, wie wir es ja die letzten zweieinhalb Jahre auf einem sehr, sehr hohen Niveau gezeigt haben, Woche für Woche. Und jetzt haben wir drei Trainingseinheiten, da müssen wir die Köpfe wieder hochkriegen. Ich weiß, dass die Mannschaft ganz anders Handball spielen kann und wie gesagt, zu Hause. Mit der Unterstützung unserer Fans hoffe ich natürlich, dass wir jetzt die Halle packe voll haben, weil jetzt gibt es nur noch drei Endspiele um alles. Und da brauchen wir jetzt unsere Fans, um die paar Prozent, die uns vielleicht momentan fehlen, wettzumachen und dann unser großes Ziel auch zu erreichen. Kompliment an Erlangen, großes Spiel, große Atmosphäre hier. Leider nur ein Punkt für uns, aber jetzt müssen wir das Beste draus machen, die letzten paar Spiele. Vielen Dank. Dankeschön. René, das Bergmotto scheint dem HC Erlangen Glück gebracht zu haben. Wie sehr freust du dich über den Punktgewinn? Ja, schönen guten Tag natürlich auch von meiner Seite. Ich glaube, die Freude ist bei jedem, der heute in der Halle war und dem HC Erlangen die Daumen gedrückt hat, grenzenlos. Das war natürlich ein sensationelles Spiel, beste Werbung für den Handballsport und mit einer Kulisse, die die Mannschaft zu einer Leistung getragen hat, was unglaublich war. Wir sind wie in den letzten Wochen, Monaten mit einer, du hast es angesprochen, dünnen Personaldecke auch in dieses Spiel reingegangen. Mehrere Leistungsträger fehlten, aber die Jungs haben das wirklich mit ihrer Moral, Einstellung und Leidenschaft wettgemacht. Das war unglaublich und sie haben sich diesen Punkt reglich verdient. Es ist ein großer Sieg, auch wenn es nur ein Punkt war, aber den wir heute errungen haben, weil obwohl in der Saison jetzt vielleicht sportlich nicht mehr viel zu holen ist, haben wir uns trotzdem hier wirklich alles reingeworfen, wollten eine tolle Show, ein tolles Spiel abliefern und das ist den Jungs mehr als gelungen. Und das zeigt auch, dass unser Weg, den wir schon seit sehr langer Zeit gehen, der absolut richtige ist. Uns auch nicht von kleinen Widrigkeiten aus der Bahn werfen lassen, sondern konsequent eine nachhaltige und langfristige Strategie weiter verfolgen. Und das führt immer wieder und immer nachhaltiger auch zu solchen Ergebnissen. Deswegen glaube ich, sind wir da auch wirklich auf dem richtigen Weg, den wir auch konsequent weitergehen werden. Und ja, heute, glaube ich, kann jeder auch diesen Punkt feiern und auch am Berg gerne feiern. Ich glaube, da hat man sich die ein oder andere Maß heute auch verdient. Und ja, ich freue mich jetzt auf den Saisonabschluss am kommenden Donnerstag und dann natürlich auch schon ja, mit der Truppe in die neue Saison zu gehen. Vielen Dank. Danke, René. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Ja, Adli, kann man sich überhaupt ärgern mit einem Punktgewinn gegen Rhein-Neckar-Löwen, dass nicht mehr rausgesprungen ist? Ihr hattet eigentlich alle Trümpfe in der Hand kurz vor Schluss. Wie sehr ist da denn doch so ein bisschen ein kleiner Wermutstropfen dabei oder gar keiner? Natürlich sehr schwierig jetzt zu beantworten. Na klar, wir haben drei hundertprozentige Chancen weggelassen, wo Appelgren da, diese Parade da lang flach, wo er hält, das ist Wahnsinn. Auch gegen Nico Link da am Ende ist auch unglaublich. Ich glaube, das wäre falsch jetzt irgendwie darüber. Also die Jungs haben Moral gezeigt über 60 Minuten. Auch nochmal habe ich immer wieder vergessen, die Kulisse heute, die war Wahnsinn und zeigt einfach, welche Potenzial da ist. Aber im Endeffekt freue ich mich einfach um den Punktgewinn, auch wenn das unentschieden war. Wir haben ja genug von dem gehabt dieses Jahr, aber das war, glaube ich, der stärkste Punkt von dem allen, die wir geholt haben bis jetzt. Es hat wieder Maximilian Lux den Ausgleich geworfen. Ich glaube, gegen Wetzlar auch schon. War das auch so vorgegeben? War das genau der gleiche Spielzug, gleiche Aktion? Ich würde das gerne so weitergeben. Kann ich nicht. Wir haben uns einen Spielzug von Nico Link ausgedacht, wo am Ende gegen die 5-1 und haben dann gepokert ein bisschen, ob wir den siebten Reihenspieler reinbringen oder nicht. Haben dann gesagt, wenn dann Freiwurf entsteht, dann gehen wir mit 7 gegen 6, das als 7 gegen 5 dann würde. Einfach ganz einfache Stufe nach rechts gemacht. Die Winkel war am Ende vielleicht nicht so gut, spricht dann für Lux, dass er die Nerven gehalten hat. Und ja, was man als Trainer sehr gerne sieht, wenn die Spieler mit alles, was die haben, lang flach gehen als Außenspieler. Und das hat er sehr gut gemacht. Herr Jakobsen, was etwas überrascht hat, mich jedenfalls in der zweiten Halbzeit, wie wenig Ihren Spielern im Angriff gegen die Erlanger Abwehr eingefallen ist. Da hat er über weite Strecken von Andi Schmidt gelebt. Ja, da hast du recht. Adli, es war ja heute geschlossene Mannschaftsleistung. Alle, die hier reingekommen sind, haben ihren Teil dazu beigetragen, auffällig
Nico Büdel hat das eins seiner besten Spiele, denke ich, gemacht in dieser Saison. Und auch man hat gemerkt, was Jan Schäfer ausmachen kann. Jan macht ein sensationelles Spiel, also nicht nur da vorne, sondern auch in die Deckung. Wir wissen, wir haben ihn ja dem jungen Mann nicht geholt, einfach so. Ich kenne ihn schon 5, 6 Jahre und wollte ihn eigentlich immer in meine Mannschaft haben. Und jetzt habe ich das geschafft und wir werden viel mehr von Jan Schäfer sehen. Nico Büdel hat immer wieder solche Spiele halt gehabt, also wurde halt gegen Minden auch hier zu Hause oder gab es mehrere Highlights von Nico. Es gilt jetzt darum, einfach Nico Büdel halt langsam halt, dass er stabiler halt auftritt, dass er diesen Chancen dann, die er bekommt, dann auch so hervorragend nutzt wie heute. Aber wir wissen alle, was Nico Büdel kann und wir brauchen einfach jetzt eine konstantere Leistung halt immer wieder zu zeigen. Da werden wir viel Freude an ihm noch haben. Apropos konstantere Leistung, hat das heute auch ein bisschen entschädigt für die Wochen, in denen es doch sehr holprig war in dieser Saison? Nochmal, hat das ein bisschen entschädigt auch für die Wochen, in denen es sehr holprig war? Vielleicht auch René, du bist ja von Anfang an auch mit dabei gewesen. Ist das ein bisschen, tut es gut jetzt besonders nach der holprigen Saison? Ja, ich glaube, deswegen habe ich es angesprochen. Man darf sich da halt auch durch, ob es einzelne verlorene Spiele sind oder andere Rückschläge, jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben versucht, unsere Philosophie, unseren Plan konsequent durchzuziehen. Das war natürlich aufgrund des Umbruchs, den wir im Sommer hatten und der großen Verletzungsmiserie, dann natürlich etwas schwieriger, als wir es uns vorgestellt haben. Aber ich glaube, man sieht, dass die Mannschaft immer weiter zusammenwächst. Das war unser Plan, auch langfristig einen Kern einer Mannschaft aufzubauen, der in der Lage ist, so eine Leistung auch auf die Platte zu bringen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass die Jungs das umsetzen konnten. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich freue mich auf die neue Saison, weil alles, was sie jetzt lernen und mitnehmen, das werden sie hoffentlich dann auch in der neuen Saison noch besser machen und mal schauen, wo es noch hingeht. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Gut, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Wünsche unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und Ihnen allen natürlich noch schöne Pfingsten.